Die deutsche Start-up-Szene hat ein Frauenproblem. Nur etwa jeder 10. Gründer in Deutschland ist weiblich, trotz Förderprogrammen und Frauennetzwerken. Besonders IT-Startups sind betroffen von diesem Gender-Gap. Frauen, so scheint es, machen zu selten ihr eigenes Ding. Die wenigen Absolventinnen technischer Studiengänge lassen sich lieber anstellen, als ihre eigenen Ideen umzusetzen. Nicht so Susanne Hoffmann. Sie ist Mitgründerin des Online-Magazins Edition F aus Berlin. Edition F widmet sich Wirtschafts- und Karrierethemen aus einer weiblichen Perspektive. Und natürlich beschäftigt auch Hoffmann die Frage nach den Ursachen dieser Gründungsmisere. Frauen haben in ihrem Mindset noch nicht ganz so dieses Prinzip Freiheit für sich, glaube ich, gefunden. Und das ist etwas, diese Risikobereitschaft hängt ganz viel mit dieser Sehnsucht oder diesem Verstehen von Freiheit zusammen. Dass man sagt, ich traue mich jetzt und ich kann eigentlich jede Lebenssituation auch so gestalten, wie ich sie möchte. Hoffmann beobachtet, dass Frauen öfter als ihre männlichen Kollegen vor den Risiken des Gründens zurückschrecken. Wo viele Männer Chancen sehen, nehmen Frauen verstärkt die Gefahren wahr. Sie fragen sich häufiger, ob sie ausreichend qualifiziert sind, um als Gründer durchstarten zu können. Und zweifeln, ob sie der Doppelbelastung Start-up und Familie gewachsen sind. Hoffmann kennt diese Zweifel zwar auch, lässt sich von ihnen aber nicht beherrschen. Sie hat sich auch daran gewöhnt, dass sie auf Gründertreffen als Frau auffällt. Das kann sogar von Vorteil sein, um ins Gespräch zu kommen. Aber spätestens, wenn es ums Geld geht, kann von einem Frauenbonus keine Rede mehr sein. Aber wenn du dann an dem Tisch sitzt und deine 10 Minuten hast oder auch eine Stunde, musst du überzeugen mit dem, was du dir an Zahlenwerk, an Produktidee, an Gründerteam und so weiter erarbeitet hast. Und das ist geschlechterunabhängig. Otto Birnbaum verleiht Risikokapital. Die unterschiedlichsten Gründer kommen in sein Büro und präsentieren ihm ihre Ideen. Und tatsächlich freut sich Birnbaum, dass inzwischen deutlich mehr Frauen bei ihm anklopfen. Es werden auf jeden Fall mehr Frauen in den Teams. Also wir haben das gesehen, Partech gibt es jetzt seit 1986. Und wir haben schon gesehen, dass sich über die Zeit mehr und mehr Frauen, also sowohl selber gründen, als aber auch in den Gründungsteams sind. Ein solches Mixed-Team hat auch die besten Chancen, die ersten Jahre auf dem harten Start-up-Markt zu überleben. Denn das Insolvenzrisiko von Unternehmen mit weiblichen Führungskräften ist 20% niedriger als das eines reinen Männervereins, so die Wilson-Studie. Frauen, die sich selbstständig machen wollen, rät Birnbaum deshalb, sich mit Männern zusammenzutun. Also mein Tipp wäre vielleicht, sich männliche Teams anzuschauen und zu schauen, ob die Produkte zu ihnen passen und gegebenenfalls diese anzusprechen, ob sie nicht als komplementärer Teil dazustoßen wollen. Weil das würde vielen Teams helfen und den Frauen noch mal eine Möglichkeit geben, vielen Teams vielleicht beizutreten. Anna Rose ist Chefin eines Mixed-Teams. Mit männlichen Partnern und Mitarbeitern zusammen hat sie ihr Startup VideoPath gegründet. Sie plädiert für ein Ende der ewigen Geschlechterdiskussion. Ich kenne jede Menge motivierte und talentierte Frauen. Und ich bin überzeugt, davon gibt es noch viel mehr. Aber ich denke, das Problem ist, dass wir uns zu sehr auf die Unterschiede konzentrieren. Zum Beispiel, dass Frauen gewisse Dinge angeblich weniger gut können. Diese Diskussion nervt. Man muss nur ein paar Jahrzehnte zurückdenken. Damals galt sogar das Benutzen von Computern als Männerdomäne. Als Technologieanwenderinnen haben Frauen inzwischen längst mit Männern gleichgezogen. Und jetzt geht es eben darum, diesen Aufholprozess auch auf der Unternehmerebene zu wiederholen, ist sich Rose sicher. Frauen nutzen Technik für verschiedene Dinge. Sie sind oft die ersten Anwender bei bestimmten Sachen. Sie spielen gern. Sie nutzen Technik und man muss sie ermutigen, sie nicht nur als Konsument zu sehen, sondern auch als Schöpfer. Ich glaube, darin liegt viel Potenzial. Rose und Hoffmann haben es nicht nötig, Männer und deren Gründungsmentalität zu kopieren. Denn als Unternehmerinnen wissen sie, eine Welt mit nur wenigen weiblichen Gründern ist kein Problem. Sie ist eine Chance.